Aufgepasst, heute spricht Achaeus zu uns, ein Kommandeur der galaktischen Flotte von Arcturus. Und es ist sehr wichtig, was er uns zu sagen hat. Also bleib dran und hör dir das Video bis zum Schluss an. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Ich kann sagen, wir sind eins der größten deutschsprachigen Online-Portale für Webinare in der Bewusstseinserweiterung im spirituellen Bereich. Und wenn du gerne immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du sehr gerne meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Ja, und heute kommt die erste Botschaft von Achaeus zu uns. Achaeus ist ein Arcturianer. Und Arcturus ist ein Riesenstern. Die Farbe von ihm ist so rötlich-orange. So leuchtet er im Nachthimmel uns an, wenn wir aus dem Fenster schauen. Er ist ungefähr dieser Planet oder dieser Stern 36 Lichtjahre von der Erde entfernt. Unter den Arcturianern gibt es keine dunklen Lichter. Sie sind alle hell erleuchtet und den Weg dieser Erleuchtung sind sie schon über hunderte Millionen Jahre gegangen. Damals, ganz früher, gab es vielleicht einige, die noch karmische Strukturen hatten, aber das wurde alles schon sehr lange aufgelöst. Also die Arcturianer sind sehr lichtvoll und sie sind um uns Menschen bemüht. Sie sind einfach da, um uns in dieser schwierigen Zeit des Übergangs zu helfen. Und da sie all diese Dinge, diese negativen Erfahrungen, die wir gerade machen, schon gar nicht mehr kennen, sie kennen keinen Krieg, sie kennen keine negativen Einflüsse, Belastungen, deswegen kommen sie auf die Erde, um uns kennenzulernen und um uns besser helfen zu können. Das ist ihre Aufgabe. Also sie haben sich zur Aufgabe gemacht, uns Menschen zu unterstützen auf jede Art, die nur möglich ist. Und die Arcturianer, sie haben so eine bestimmte Handbewegung, das ist diese hier. Und die bedeutet das oder die symbolisiert das, was die Arcturianer am besten können, nämlich, das ist so eine Spezialität, nämlich mit Gedankenkraft Wissen übertragen. Das geht blitzartig, wie der Blitz, zack, wenn der Finger so auf diese Stelle zeigt, dann geschieht sofort eine Übertragung und du bist in dem Wissen, was gerade für dich wichtig ist. Das werden wir heute auch in der Botschaft von Achaeus hören und ich möchte ihn euch jetzt gerne mal vorstellen. Ich habe dafür etwas vorbereitet, ihr Lieben, und schaut mal her. Da seht ihr also jetzt Achaeus, wie er da steht und auch diese typische Handbewegung macht. Und ihr seht an dem Finger, an seiner Fingerspitze hier, seht ihr, wie Energie ausströmt. Und das genau ist jetzt diese Aktivierung, diese Blitzenergie von Arcturus. Und ihr seht seine schöne golden schimmernde Rüstung, die er anhat. Und ja, so ist er also uns jetzt auch gechannelt worden, so hat er sich uns gezeigt und so möchte er sich euch allen auch zeigen und er möchte euch einladen, denn es wird auch eine Schule von Arcturus geben, wo er maßgeblich mitgewirkt hat. Ich zeige euch nochmal ein anderes Bild, da seht ihr ihn größer, wo er also mit beiden Fingern diese Punkte aktiviert, die dann einfach helfen, dieses unheimlich tolle, große Wissen zu aktivieren. Also ihr seht, es ist ein sehr weiser, wundervolles lichtes Wesen. Und die Arcturianer, die sagen zu uns, so etwas wie hoffnungslose Situationen gibt es nicht. Ihr könnt zu jeder Zeit, an jedem Ort alles erschaffen. Die Arcturianer sagen, aufgepasst, du kannst alles erreichen, was du möchtest. Unsere Träume sind dazu da, um
uns in ein glückliches, erfülltes Leben in Liebe und Wohlstand und Gesundheit hineinzubringen. Das sagen die Arcturianer und ich mache jetzt mich mal wieder groß, ihr Lieben. Ihr konntet jetzt Arceus richtig genießen und anschauen und er wird uns natürlich auch begleiten, jetzt dann gleich in der Botschaft. Was noch ganz wichtig ist, die Arcturianer haben bestimmte neue Technologien entwickelt und diese Technologien, die werden sie uns sehr gerne vermitteln, die werden sie uns sehr gerne lernen, eben mit diesem Trick. Und darum geht es auch um die Energieversorgung. Und zwar hat im letzten Video jemand gefragt, wie denn jetzt die Außerirdischen, also die Plejader, die Arcturianer, die Sirianer, also unsere ganzen lieben Freunde, wie die denn das machen, um diese Energie im Universum zu nutzen. Und ich habe Arceus diese Frage gestellt und er wird sie uns im Channeling beantworten. Denn es ist für uns sehr wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Es ist ja im ganz großen Plan, ist es ja im Gespräch, ob die Menschen auch in den Rat der Galaktischen Konföderation aufgenommen werden können. Und bisher ist es ja noch nicht möglich, weil wir wirklich noch am untersten Energielevel, am untersten Entwicklungsstadium festhaften. Wir sind ja noch in der dritten Dimension und sobald wir es also schaffen, da in die höheren Dimensionen mit der kompletten Erde zu kommen, natürlich, in dem Moment können wir aufgenommen werden. Es wird natürlich abgestimmt und beraten werden, das ist ganz klar, aber im Moment ist es noch lange und noch weit davon entfernt, die Erde, und wir Menschen haben eine sehr, sehr große Aufgabe noch zu erledigen. Und dann habe ich Arceus auch noch gefragt, und diese Frage werde ich euch jetzt gleich beantworten. Ich habe ihn gefragt, wie kann es sein, oder wie sind wir mit den Außerirdischen verbunden? Woher spüren wir diese tiefe Verbindung? Und er hat gesagt, das liegt an der Struktur unseres Lichtkörpers. Also über unseren Lichtkörper. Ich erkläre euch erstmal, was der Lichtkörper ist. Unser physischer Körper, das weiß jeder. Dann haben wir 7 Hauptchakren und ganz viele Nebenchakren, aber ich gehe jetzt nur mal darauf ein, die 7 Hauptchakren, die sind verbunden mit unserer Aura, die uns in mehreren Schichten unseren physischen Körper umgibt und um den physischen Körper herum ist der Lichtkörper. Der Lichtkörper stellt der hat so kleine Antennen und diese Antennen stellen die Verbindung zu den Außerirdischen, zu den Planeten her. Und ihr wisst ja vielleicht, dass die Seele bei ihrer Entstehung auf verschiedene Planeten geschickt wird und dort Schulungen bekommt. Und da werden die ersten Kontakte geknüpft, da werden Lichtfamilien gefunden, Freunde. Und all das ist im Lichtkörper gespeichert. Und daher kommt also die Verbindung, die manche von uns ziemlich intensiv spüren. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei den Worten, die ich dir gerade erzählt habe, etwas gefühlt hast, dann hast du bestimmt eine Beziehung zu Arcturus und warst vielleicht selbst dort schon als Seele und hast einige Freundschaften knüpfen können. Das ist also der Grund, wenn man so etwas fühlt, wenn davon gesprochen wird. Und es gibt ja dann auch in der Schule von Arcturus noch ganz, ganz viele Botschaften, ganz viele Werkzeuge, die euch dann überbracht werden, damit das alles intensiviert werden kann und dass wir es auch schaffen, mit unserem Wissen leichter aus dem 3D herauszukommen und dann die 4. und 5., vor allen Dingen in die 5. Dimension hineinzukommen. Wir haben es ja noch nicht geschafft. Ihr seht, was alles gerade auf der Erde geschieht. Und die Arcturianer, sie sagen, sie sind bei uns. Und sie sind ja auch die Wächter. Sie sind unsere Wächter und die sind ganz große Heiler. Sie fügen über so ein
riesiges Wissenspotenzial, das wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und dieses Wissenspotenzial, das hat zum Beispiel Achilleus, er hat ja eine Schwester bekommen, die dritte Schwester praktisch, die ausgebildet wurde. Also er war bei diesem ganz speziellen Prozess dabei, wo die sieben kosmischen Schwestern ausgesucht wurden, bestimmt wurden und geschult wurden. Und die kosmische Schwester von Arcturus wird uns in der Arcturus-Schule alles beibringen, was wichtig ist. Ich werde auch noch ein Video machen, extra nur mit dieser Schwester. Jetzt aber als Vorbereitung sind wir bei Achaeus und Achaeus hat jetzt gleich diese wichtige Botschaft für euch. Er sagt auch, es ist wichtig, dass wir unsere Träume verwirklichen, denn was wir träumen, das sind Visionen, das sind Erinnerungen unserer Seele an unsere ursprüngliche Art, an unser Wesen, was wir eigentlich sind. Und da dabei sind natürlich auch die Erinnerungen an unsere Reisen, an unsere Erfahrungen, an unseren Erfahrungsaustausch mit den Arcturianern dabei. Also wir sollen darauf achten und dann kann das alles über unsere Gedanken in die physische Welt hineinkommen. Denn sie sagen, ein Gedanke ergibt ein gesprochenes Wort und daraus erfolgt die Tat. Das ist euch allen sicher bekannt. Aber wo es immer bei den meisten Menschen daran hapert, ist die Durchsetzung. Also es ist wichtig, dann auch so zu leben und diesen Gedanken Kraft zu geben und sie nach außen zu lassen. Es ist ganz wichtig, sich immer auf das Lichtvolle zu konzentrieren und raus aus den negativen Schwingungen zu gehen, die ja im Kollektiv oft sehr stark und vielleicht auch gerade jetzt sehr stark vorhanden sind. Die Arcturianer sind bei uns, um diese Schwingungen abzuschwächen. Also wenn du sie bittest, und das ist wirklich wichtig, wenn du die Arcturianer bittest, dir beizustehen, dann sind sie auch da, um dich vor solchen negativen Energien zu schützen und dein Innerstes zu stärken. Und ihr könnt gerne jetzt nach dem Channeling auch Achilleus rufen, denn er hat mir gesagt, ich soll euch das überbringen, damit ihr wisst, ihr seid nicht alleine. Die Arcturianer, sie zeigen sich noch nicht physisch. Das ist einfach für unseren Schutz. Sie zeigen sich manchmal gerne über das dritte Auge und dafür haben wir ja jetzt ein Bild von Achilleus und dann auch von der Schwester, was ich euch noch zeigen werde, damit wir uns wohlfühlen, damit wir nicht erschrecken, haben sie sich dieser Form gegeben, in der sie sich uns zeigen. Es gibt ein Video, wo ich alle sieben Schwestern vorgestellt habe. Ich verlinke es euch hier oben. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. So, und jetzt kommen wir zu dieser ganz wichtigen Lichtbotschaft von Achaeus und ich wünsche euch sehr viel Freude dabei. Ich sprühe mich erst nochmal mit der Essenz ein, mit der Essenz von Arcturus. Ich schicke euch auch ein bisschen Energie rüber. Und jetzt stimme ich mich ein. Mein Name ist Achaeus. Ich gehöre zum Galaktischen Rat und bin Kommandant der Friedenslichtflotte. Ich komme von Arcturus und begrüße dich mit dem Segen des Lichtes, um dir zu zeigen, dass das Licht bei dir ist.
Mit großer Freude spreche ich heute zu dir, denn ich wurde auserwählt, um die sieben Schwestern zu schulen, die sieben kosmischen Schwestern. Sie sind ein Geschenk der Galaktischen Föderation an die Menschen. Das Wissen und die Schulungen, die sie erreicht haben, ist äußerst wertvoll für alle Menschen. Und so bin ich sehr stolz, dabei mitgewirkt haben zu dürfen. Der Auftrag der Arcturianer ist, euch Menschen zu schützen. Dies tun wir schon sehr, sehr lange. Dies tun wir schon, seitdem es euch gibt. Wir sind da, um euch zu zeigen, dass es keine Grenzen gibt. Denn in eurem Geist und mit euren Gedanken legt ihr euch selbst diese Grenzen. Und so bringen wir sehr viele heilende Energien auf die Erde, welche euch immer wieder reinigen. Das Einzigste, was ihr tun solltet, ist, uns darum zu bitten. Denn wir greifen nicht in euren freien Willen ein. Wir tragen ein sehr großes, universelles Wissen. Unsere Technologien sind so weit fortgeschritten, dass du es dir gar nicht vorstellen kannst, um was es alles geht. Aber gerne möchte ich dir erklären, wie wir die Energie des Universums nutzen. Du kannst es dir so vorstellen. Im Universum befinden sich viele Planeten und Sterne. All diese Planeten und Sterne sind über ein Gitternetz der Liebe und des Lichtes miteinander verbunden. Man könnte sagen, dass dieses Gitternetz in jedem Stern mit der Blume des Lebens verbunden ist. Und über die Blume des Lebens fließen Energien in das Gitternetz, in das ganz große Gitternetz des Universums hinein. Diese Energien sind unendlich und wir haben die Möglichkeit, diese Energie anzuzapfen. Als Ausgleich senden wir unsere Liebe in das Gitternetz und so entsteht ein sehr, sehr guter Austausch. Wir bekommen die Energie, die unendliche Energie und wir senden als Ausgleich unsere Liebe zurück. Und so wird diese Energiequelle niemals enden. Sie ist unendlich immer für uns da. Dies kann so sein, weil wir sehr hoch entwickelte Wesen sind. Wir tragen keine negativen Energien. Wir sind durch und durch voller Liebe, voller Kraft und Frieden. All dies könnt ihr, liebe Menschen, auch erreichen,
Es wäre wichtig, aus der dritten Dimension aufzusteigen. Ihr seid noch sehr in der dritten Dimension gefangen und im Moment habt ihr den Kampf zwischen Licht und Dunkel durchzustehen. Konzentriert euch auf das Gute und das Lichte. Verschwendet keine Gedanken an das Dunkel, denn jeder Gedanke an das Dunkel stärkt das Dunkel. Und das ist nicht erträglich für euch. Ihr habt euch alle, die ihr heute hier meine Botschaft hört, dazu entschlossen, die Erde in das Licht, in die göttliche Ordnung hineinzutragen. Dazu gehört es, dass ihr euch sehr stark fokussiert auf das Licht, auf die Liebe und auf die Kraft, die ihr in eurem Herzen tragt. Durch den Schleier des Vergessens macht ihr euch klein und lasst ihr euch beeinflussen von negativen Energien. Erkennet in eurem Herzen, wer ihr wirklich seid. Arceus wird nun eine Energieübertragung für euch machen, um die Strukturen des Lichtes in euch zu stärken. So nimm dir nun ein wenig Zeit und erlaube dir, diese Energien anzunehmen, welche ich jetzt zu dir bringen werde. So ist die Energie zu dir geflossen und ich habe die eine bestimmte Handbewegung gemacht, welche dir bereits erklärt wurde. So darf ich mich mit dem Segen des Lichtes wieder von euch verabschieden. Ich lege den Mantel von Smarana um eure Schultern und sage dir, wenn du mich rufst, dann bin ich bei dir. Ich bedanke mich sehr bei Arceus für diese wundervolle Botschaft und ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr heute hier wart. Wer mehr über die 7 Schulen erfahren möchte, kann unten die Links alle mal ausprobieren, die wir eingefügt haben. Und wer mehr noch von den wichtigen Botschaften erhalten möchte, der darf gerne unseren Kanal abonnieren, meine ich. Klicke einfach hier auf die Kugel und sei dabei, wenn wieder die wichtigsten Botschaften überbracht werden. Alles Liebe für dich, eine wundervolle Zeit und der Segen des Lichtes sei mit euch.